wir auch wieder bei Dragon Age Inquisition. Wir quatschen mal eine Runde mit Beric über das Buch, was Cassandra gerne haben möchte. So, gucken wir mal. Wo steht denn Beric? Eigentlich steht er ja hier. Genau, hier steht er doch. Beric, hi. Geht es euch gut? Sie hat sich beruhigt, keine Geheimnisse mehr. Das war ein wenig hitzig. Geht Wieso schießt du, Alter? Tja, kommt drauf an. Wie wütend ist Cassandra? Ich habe nicht versucht, irgendetwas zu verheimlichen. Ich habe der Inquisition alles erzählt, was mir zum jeweiligen Zeitpunkt wichtig erschien. Ork hätte eher kommen sollen. Ihr wusstet von Corypheus, sprecht mit Cassandra. Wählt eine Seite, das glaube ich euch. Ihr glaubt es euch. Ich weiß, Beric. Sonst hättet ihr niemals euren Mund gehalten. Ich hoffe immer noch, nichts von all dem ist real. Vielleicht ist das ja alles irgendeine Scheiße aus dem Nichts, die irgendwann einfach verschwindet. Ich weiß, ich muss mich bessern. Tut mir leid. Darüber wollte ich eigentlich gar nicht mit reden. Ich würde darüber reden, über ein Buch. Corypheus ist zurück. Tja, scheiße. Ihr habt ihn schon besiegt. So schlimm ist das nicht. Wir brauchen einen Plan. Wenn ihr und Hawk ihn einmal besiegt habt, können wir es wieder tun. Wir haben nicht nur gedacht, Corypheus wäre tot. Er war tot. Kein Puls, keine Atmung, übersät mit Stichwunden. Da war jeder Zweifel ausgeschlossen. Die Frage ist nur, ich dachte, die Wächter hätten Corypheus eingesperrt, um ihn zu benutzen. Aber was, wenn sie es taten, weil er unsterblich ist? Irgendwie töten wir ihn nicht. Ich hoffe, wie ihr hört, euch alles stirbt. Ihr habt ihn gefunden. Was hat euch und Hawk überhaupt in ein Gefängnis der Grauen Wächter für Kreaturen der Dunklen Brut geführt? Corypheus hatte Leute auf Hawk angesetzt. Genauer gesagt, hatte er einen ganzen Kater-Clan in seiner Gewalt. Hat sie gezwungen, Blut der Dunklen Brut zu trinken. Verrückte Scheiße. Wir sind der Kater zu einer alten Zwergenfestung oder so in die Berge gefolgt. Aber das Ganze war natürlich eine Falle. Sie brauchten Hawks Blut, um Corypheus von seinen Fesseln zu befreien. Also lockten sie uns in das Gefängnis, um es zu bekommen. Irgendwie töten wir ihn. Es muss einen Weg geben, Corypheus zu besiegen. Und wir werden ihn finden, keine Sorge. Ich hoffe, ihr habt recht. Natürlich. Oh, Erbauer, was habe ich nur angerichtet? Ihr könnt nichts dafür. Damit hattet ihr nichts zu tun, Beric. Ich weiß, der Hawk zu Corypheus geführt hat. Hätte ich die Kater nicht zu dieser Ruine zurückverfolgt. Aber ihr habt Wichtigeres zu tun, als euch meine Sorgen anzuhören. Sagt einfach Bescheid, wenn ich etwas erschießen soll. Ich hab da noch eine Frage wegen so einem Buch. Ich muss dringend ein Wörtchen mit meinem Verleger reden. Genau genommen sind es zwei. Du und Mistkerl. Er behauptet seit Jahren, meine Kriminalromane würden sich in Orlais nicht verkaufen. Aber warum will der Rat der Herolde dann Autogramme von mir? Tut mir leid, ich schweife ab. Egal, kann ich euch irgendwie helfen. Cassandra will ein Buch. Ich hätte da eine Frage. Reden wir über Rotes Lyrium, als ich würde. Cassandra will ein Buch. Cassandra wartet auf den nächsten Band von Schwerter und Schilde. Ich muss was an den Ohren haben. Das klang gerade, als hättet ihr gesagt, Cassandra würde meine Bücher lesen. Überrascht euch das? Sie mag euer Werk sehr. Genauso ist es. Sie schätzt eure Werke tatsächlich sehr. Reden wir von derselben Cassandra? Dieser großen, verdrießlichen Sucherin, die gerne Leute absticht? Wartet, ihr meint diese Schmonzetten? Da kann sie lange warten. Ich habe nicht vor, den nächsten Teil fertig zu schreiben. Was? Das sind die schlechtesten Romane, die ich je verfasst habe. Der letzte Band hat sich gerade mal so gut verkauft, dass ich die Tinte bezahlen konnte. Cassandra hat er gefallen, so schlecht kann er nicht sein. Es soll ein Geschenk sein, deshalb war es ihr peinlich. Cassandra hat er gefallen. Tja, Cassandra scheint die Reihe zu gefallen. Und ich dachte, ein Loch im Himmel wäre das Verrückteste, was passieren kann. Ihr wollt also, dass ich den neuesten Band meiner schlechtesten Romanreihe fertig schreibe? Für Cassandra. Die Idee ist so schlecht, dass ich es beinahe tun muss. Unter einer Bedingung. Ich will dabei sein, wenn ihr ihr das Buch überreicht. Lässt sich einrichten. Das lässt sich einrichten. Aha! Ich mich
mich gleich an die Arbeit. Wisst ihr, der Umstand, dass das Buch lausig ist, macht es irgendwie interessanter. Gib Cassandra das letzte Kapitel von Schwerter und Schilde. Mach ich! So, dann muss ja dann das Ding durch sein, ne? Was habt ihr jetzt wieder angestellt? Schon verstanden, Sucherin. Ihr seid immer noch wütend wegen unserer Auseinandersetzung. Ich bin kein Kind, Varric. Tu nicht so, als hätte ich keinen Grund dafür. Hier ist mein Friedensangebot. Das nächste Kapitel von Schwerter und Schilde. Ich habe gehört, ihr seid eine Bewunderin. Das ist euer Werk. Sei doch froh. Ich hatte gehofft, ihr würdet euch darüber freuen. Nun, wenn ihr kein Interesse daran habt, habt ihr eben kein Interesse. Es muss ohnehin noch ein wenig überarbeitet werden. Wartet! Ihr fragt euch vielleicht, was dem Hauptmann nach dem letzten Kapitel zugestoßen ist. Ihr sollte überhaupt nicht zustoßen. Die Anschuldigungen gegen sie waren haltlos. Nun, es stellt sich heraus, dass der Gardist... Nein, sagt es mir nicht! Das ist der Moment, in dem ihr dem Inquisitor dankt. Immerhin lasse ich normalerweise niemanden schon vorab etwas lesen. Ich danke euch. Danke für Varric. Nein, ich danke euch. So schön war das doch nicht. Varric ist derjenige, bei dem ihr euch bedanken solltet. Ich bin nur ein demütiger Diener meiner treuen Leserschaft. Ich frage mich, ob ich vielleicht Zeit habe, schon mal den ersten Teil zu lesen. Vergesst nicht, all euren Freunden davon zu erzählen, falls ihr welche habt. Das war es wirklich wert. Wie schnell hat denn der ein Buch geschrieben, bitte? Inquisitor. Das könnte hier sein, oh Mann. Ah, gut. Das wäre vorerst alles. Dann bis zum nächsten Mal. Jo, aus rein. So, können wir noch irgendwas machen hier auf der Festung? Ich würde sagen, wir gehen zum Kartentisch. Ja. So, wir gehen mal zum Kartentisch oder quatschen mal mit Varric kurz. Ich kann später wiederkommen. Mein aussichtsloser Kampf macht eine Pause. Seid ihr gerade beschäftigt? Ich kann später wiederkommen. Nein, ist schon gut. So fesselnd sind Rechnungen nun auch nicht. Ich hatte ohnehin vor, mit euch zu reden. Okay. Ich habe mich der Inquisition nie offiziell angeschlossen. Ich hab's nicht so mit dieser Jüngergeschichte. Ich bin Geschäftsmann. Ich bin noch nie irgendeinem Auserwählten gefolgt. Seid einfach mein Freund. Ich brauche keinen Jünger. Was ich brauche, ist ein Freund. Wenn ihr wüsstet, wie einschüchternd ihr seid, würdet ihr das nicht einfach so sagen. Ihr wisst einfach nicht, was ihr für die Leute da draußen seid. Der Herold Andrastes ist als Symbol weit bedeutsamer als jeder einzelne von uns. Was bin ich für Sie? Ich kann nicht größer sein. Was bin ich für euch? Ich kann nicht größer sein, als ich es bin, Varric. Natürlich könnt ihr das. Ihr seht euch selbst nicht, wie sie euch sehen. Der Himmel öffnet sich, überall sind Dämonen. Die gemeinen Leute denken, das ist das Ende der Welt. Die einzige Hoffnung, die sie haben, seid ihr. Ihr seid das Zeichen, dass vielleicht jemand ihre Gebete erhört, dass sie möglicherweise nicht völlig verlassen sind. Ihr habt gehört, wie die Menge nach dem Angriff auf Haven gesungen hat. Ich bin immer noch ich, bitte singt jetzt nicht. Egal, was ich für Thedas auch sein mag, ich bin überhaupt nichts Besonderes. Ihr seid also wie alle anderen. Ganz normal. Schön. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen, sei denn, spielen wir eine Partie Sündenfall? Das war's schon. Noch irgendwas? Was kann ich für euch tun? Bitte deine Frage. Darf ich euch etwas fragen, Varric? Ihr wollt über mich reden?
Ich bin gerührt. Außerdem neige ich zu extravaganten Lügen. Woher habt ihr eure Armbrust? So ein Modell habe ich noch nie gesehen. Bianca? Sie ist was ganz Besonderes. Ist eine witzige Geschichte. Ich habe sie in einer mit Drachenknochen verstärkten Truhe im Laderaum eines Schiffswracks gefunden, das ich gekauft hatte. Ich habe beim Versuch, die Truhe zu öffnen, 3 Dutzend Dietriche abgebrochen und 9 Sägen stumpf gesägt. Aber es hat sich gelohnt. So, Bianca. Nach wem ist sie benannt? Das kann ich euch nicht sagen. Okay. Was alles? Was arbeitet ihr? Woher stimmt? Danke. Kein Problem. Okay. Kann ich wieder jemanden richten oder was? Guck mal. Wir haben es diesmal erwischt. Zunächst einmal, das hier war nicht meine Idee. Es ist eine Frage von Titeln und Erbfolgen und... Halam Shiral hat Schwierigkeiten, jene Handelsrouten freizugeben, die früher von Herzogin Florian kontrolliert wurden. Hätte sie vor Gericht gestanden, wäre ihr Besitz eingezogen und erhebliche Bürokratie vermieden worden. Also bitten sie jetzt uns, über sie zu urteilen. Ungewöhnlich, aber verständlich. Aber sie ist tot. Ich soll ihre Leiche verurteilen. Meint ihr das ernst? Ich habe meinen Teil bereits geleistet. Sie ist tot. Das war die vorgeschriebene Zeit, um Gegenbeweise vorzulegen. Durch ihre Verbrechen verfällt jeglicher Anspruch auf. Entschuldigt aber dieser Geruch. Gut, bringen wir es hinter uns. Ich befasse mich nicht damit. Ich hab's gemeinnützige Arbeit. Großherzogin Florianne de Chalon, ich erkläre euch für schuldig. Euer Anspruch auf jeglichen Besitz ist hiermit verwirkt. Das sollte doch wohl genügen, oder Josephine? Ich denke schon, Inquisitor. Und glaubt mir, es tut mir leid. Ah. Warum bringt die eine Leiche in meinen Thronsaal? Ekelhaft. Sind sie noch ganz dicht? Na gut. Wir haben über eine Leiche gerichtet. Wir sind Helden. So, dann gucken wir mal weiter. Hast du noch was zu erzählen? Es war so erfrischend, wieder mitten im Spiel zu sein. Mein letzter Besuch in Halam Shiral war bei Gräfin Letiens Vermählung. Es gab ein Dutzend Skandale, 5 geheime Bündnisse und ein Duell zwischen 2 Chevaliers um einen erlesenen antivanischen Portwein. Die Entlarvung der Herzogin war allerdings das erste Mal, dass ich den Winterpalast wirklich schockiert gesehen habe. Das überrascht mich nicht. Ja, langweilig war es nicht. Sie sollten erschüttert sein. Das überrascht mich nicht. Es ist auch nicht gerade alltäglich, dass man mit ansehen muss, wie die Kaiserin von Orlais beinahe Opfer eines kaltblütigen Mordes wird. Nicht auf derart dreiste Weise, nein. Das Spiel hat sich in den letzten Jahren immer stärker in geschlossenen Kreisen abgespielt. Und Korypheus hat sich das geschickt zunutze gemacht. Es ist beunruhigend, dass nur so wenige Angehörige des Orlesianischen Hofes von den Machenschaften der Herzogin wussten. Chilene wusste es. Es war überraschend. Sie sind einfach selbstsüchtig. Die Kaiserin war sich bewusst, dass sie in Gefahr schwebte. Sie ist immer in Gefahr. Diejenigen, die ihr loyal gegenüberstehen, hätten wachsamer sein müssen. Doch lasst uns nicht vergessen, was wir gewonnen haben. Eure Taten während des Balls haben uns sowohl Verbündete als auch Gefälligkeiten gesichert. Ich fühle mich fehl am Platz. Der Ball war ein Dürfte Besonderes. Schönster Moment. Na gut. Mein schönster Augenblick des Abends war unser Tanz im Garten. Ich hätte noch Stunden mit euch tanzen können. Wir müssen das irgendwann mal wiederholen. Ja, irgendwann mal. Ich hätte gehofft, dass ihr hier seid. Wir haben Briefe von Archon Redanus aus Tevinter und König Marcus aus Nevarra erhalten. Dass sich beide Monarchen an uns wenden, ist nahezu einmalig. Dann haben wir sie beeindruckt. Dann hat sich die Inquisition mit ihren Taten offenbar ihren Respekt verdient. Andernfalls hätten sie uns niemals kontaktiert. Archon Redanus möchte, dass die Inquisition als neutrale Partei einen Venatori-Kult an der Grenze zwischen Nevarra und Tevinter zerschlägt. König Marcus erbittet dasselbe, verlangt aber, dass wir nicht Tevinter, sondern Nevarra die Treue schwören. Helfen Tevinter. Wir helfen Nevarra, wir werden beiden helfen.
Ich habe Verwandte in Nebara. Wenn ihr dem Archon gut zuredet, können die Trevelyans König Marcus überzeugen, dass wir beiden Ländern helfen sollten. Die Inquisition soll sich also in Tevinter und Nevara anbiedern? Das wäre perfekt. Wäre es wirklich? Ja? Hast du nichts zu erzählen mehr? Na gut, die hat nichts mehr zu erzählen. Ich geh nochmal hin. Ich geh jetzt wieder. Nö. Der hat die Sprache verschlagen. Kriegsrat einberufen. Wo gehen wir jetzt hin? Könnten noch einen Drachen killen versuchen? Ich weiß nicht. Wir können das mal hier noch gucken. Hier ist ein Bericht bereit. Ich habe von verschiedenen interessierten Parteien im Winterpalast Rückfragen bezüglich eurer Abschaffung erhalten. Ach, Andraste, stehe mir bei. Meinetwegen könnt ihr diese Briefe gerne als Brennmaterial benutzen. Nein, gebt sie mir. Ich will wissen, wer sich nach unserem Kommandanten verzehrt. Wir können diese Informationen zu unserem Vorteil nutzen. Ich bin kein Köder! Sieht einfach nur hübsch aus. Zur Feier der erfolgreichen Drachenjagd. Neuigkeiten über den Drachen, den der Inquisitor erschlagen hat, haben sich herumgesprochen. Okay. Stellen wir dich mal dahin. Fangen wir an. Ja. Der Preis der Macht. Schick mal Karl hin. Machen wir uns an die Arbeit. Jo. Mach mal. Ihr scheint euch im Winterpalast gut amüsiert zu haben, Liliana. Oder war das nur Teil des Spiels? Vielleicht war es ja beides. So, Liliana. Inquisitor. Alles klar, Inquisitor. Inquisitor hat gerade Pause. Verwendung für den gestohlenen Besitz der Freikämpfer. Freikämpfer. So, zack, nehmen wir mit. Ja, wir haben gerade nichts. Nachforschung fortsetzen. Venatori-Spionen identifizieren. Was haben wir jetzt zu tun? Fragen wir mal so. Gibt gerade nichts, ne? Dorians, bitte. Gerade wirklich nichts. Die Wächter finden. Rote Templer an der Sturmküste. Das wäre das Einzige, was man machen könnte. Geht sich alles täuscht. Abgeschlossen. Beziehung abgeschlossen. Doch hier ist noch was. Elfenruinen untersuchen. Die haben den Ebenen erkunden, gibt's auch noch. Gucken wir hier mal. Truppen. Neues Gebiet freigeschalten. Okay. Welches Gebiet ist da jetzt freigeschalten worden? Das interessiert mich relativ wenig. Unterstützung für Cassandra. Achso. Das ist mal jetzt untersucht. So, wir haben eine Ebene erkunden. Können wir auch nochmal die Truppen schicken? Neues Gebiet freigeschaltet. Wir haben eben einfach Vorposten eingerichtet, schweren Hardings unterwegs dorthin und erwartet weitere Befehle. Dann gehen wir dahin als nächstes. Ich glaube, wir nehmen wieder Beric mit, anstatt Cole. Zack. Und Solis bestätigen.
Ich möchte ihn mal wieder mit dabei haben. Schauen wir, was uns hier erwartet. Die Ladescreens, ey, die sind so lang. Inquisitor, willkommen auf der erhabenen Ebene, einem Ort mit einer langen und blutigen Geschichte. Die Region ist bis heute ein Pulverfass. Auch hier hat der Bürgerkrieg gewütet. Heute streifen Rebellen durch das Land, die Freikämpfer der Dells. Sie haben sich erst kürzlich formiert und nutzen das Chaos aus. Das Thema steht aufs Gemüt. Müssen wir unbedingt über so düstere Themen sprechen? Nein, aber wisst ihr, die Gegend muss einmal wunderschön gewesen sein. Vielleicht sogar romantisch. Aha. Gute Geschichte, war ich Day, sonst noch was. Ich danke euch. Das wäre dann alles. Danke. Wegen der Risse und der Untoten haben die Olesianer an Boden verloren. Die meisten von ihnen wurden zu ihren Forst zurückgedrängt. Wir müssen die Region stabilisieren, damit die kaiserliche Armee hier wieder Fuß fassen kann. Viel Glück, euer Gnaden. Ihr werdet es brauchen. Danke. Puh, so. Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Ja, dann erzählt mal. Setzt mich ins Bild. Das könnte uns helfen. Ich kehre zum Grab zurück. Okay, Leute. Wie es hier weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.